Hallo, mein Name ist Anke Voss. Ich bin bildende Künstlerin und lebe in Sandkrug und habe jetzt zum zweiten Mal die Möglichkeit, hier im Rathaus Hatten auszustellen. Und das erste Mal habe ich 2009, glaube ich, hier ausgestellt, damals noch mit ganz anderen Bildern. Und jetzt stelle ich eben neuere Bilder aus. Neu heißt zum Teil erst in diesem Jahr entstanden, aber auch schon teilweise 4, 5 Jahre alt. Ich male, zeichne, collagiere, beschäftige mich eigentlich mit ganz vielen unterschiedlichen Techniken, die ich oft in meinen Kunstwerken auch kombiniere und so fantastische Bildwelten eben erzeuge. Hinter mir sieht man zwei fantastische Wesen. Und da sieht man auch die Techniken, die ich verwende, ganz gut. Ich nutze den malerischen Zufall sehr viel in meiner Kunst. Das heißt, ich gehe aus von zufälligen Farbflecken. Das sieht man hier, diese Farbstrukturen und die, diese Fleckhaftigkeit. Und von diesem malerischen Zufall gehe ich eben aus. Also ich schaue, was sehe ich in den Bildern und was kann ich daraus entwickeln. Und dann gehe ich weiter mit Zeichnungen, auch mit Malerei und deute diese Formen. Und so entstehen eben diese Figuren. In diesem Fall ein Mischwesen mit Flügeln, das nach unten auch verläuft. Also natürlich sind diese Wesen nicht immer vollständig und Gesichter erkennt man meistens. Das wissen alle, die mal so geguckt haben, was erkenne ich auch in Wolken oder so. Man erkennt ganz häufig eben was Bekanntes und irgendwann ist es aber dann auch fantastisch. Und das hat mich eben erinnert an einen Kokon, deswegen auch hier das Bild Metamorphose, wo ich dann Collage-Elemente hinzugefügt habe, die eben solche Falter hier zeigen, die auch noch malerisch dann wieder bearbeitet wurden. Und zu diesem Bild gehören auch noch diese Objekte, aus Pappmaché erstellte Kokons eben. Und hier habe ich, wie auch im Bild, als Hintergrund alte Straßenkarten genutzt. Alte Straßenkarten nutze ich häufig einfach für die Hintergrundgestaltung, einfach um schon mal so ein bisschen eine Struktur zu haben. Genau, und von da aus gehe ich dann weiter mit Malerei, mit Zeichnung, mit Collage. Hier sind gesprühte Elemente noch drin und mische einfach sehr viele Techniken, sodass meine Bildwelten dann eben entstehen. Hier ist mein Triptychon verwachsen zu sehen. Auch hier habe ich die Dekalkomanie benutzt, die malerische Zufallstechnik, ein Abklatschverfahren, bei dem zwei Flächen aufeinander gebracht werden und die nasse Farbe dazwischen abgezogen wird. Das sieht man hier ganz gut, da ich das bei zwei der Leinwänden getan habe, diese beiden Leinwände sind praktisch Gegenstücke und sind in den Formen daher eben spiegelverkehrt. Hier habe ich ein weiteres Bild genutzt und daraus dann nachher eben ein anderes Gemälde erstellt. Genau. Und diese beiden Leinwände wurden eben zusammengebracht, auseinandergezogen und so entstehen diese Farbflächen. Und so ein bisschen unterscheidet sich das natürlich und daher ist auch der interpretatorische Spielraum möglich, sodass hier auch ganz unterschiedliche Figuren entstanden sind. Verwachsen ist, finde ich, ganz klar erkennbar. Also es sind in jedem Bild Figuren oder Teile von Figuren zu erkennen, die aber aus den Formen hervorkommen und eben nur zum Teil sich daraus schälen sozusagen und eben doch in dieser Form noch drin sind. Hier dieser Kopf nur, hier ist diese Form tatsächlich, nur hier ist eine Figur zu sehen, die aus der Form rausblickt. Da ist die Form eben geschlossen, da drumherum. Und hier ist es ein weiblicher Torso, der da ist. Diesmal kopflos, hier eben die beiden Köpfe, hier kopflos. Genau, und das Ganze eher in einer kargeren Landschaft. Also Hintergrund einfach ein dunkler Himmel.
hier heller werdend. Und auch hier wieder die Landkarten als Hintergrund genutzt, die hier den Boden darstellen. Hier unten ist wieder so eine alte Straßenkarte, die sich dann darüber zieht. Genau, und meine Werke sind eigentlich für die Interpretation offen. Das heißt, der Betrachter kann natürlich gucken, was heißt das für mich? Was soll das für mich bedeuten? Was ist hier verwachsen? Wer ist hier verwachsen? Was sind das für Wesen, die hier in dieser Landschaft stehen? Und was tun die da? Warum sind die da? Das möchte ich ganz offen lassen und jeden Betrachter eben auch selbst überlassen. Die Besucher der Ausstellung waren eben da. Also ich habe natürlich auch eigene Interpretationen ausgestellt, aber eben auch leere Bilder gezeigt. Und die Besucher haben dann interpretiert und haben dann so große, große Bilder geschaffen. Und das war ganz toll. Also das war ein ganz toller Abend. Und dann hat jeder noch was gesehen. Und so sind ganz, ganz große Bilder entstanden, von vielen Leuten zusammen gezeichnet, die dann gesagt haben, ich sehe noch da was und ich sehe noch da was. Und das war ganz begeisternd für ganz viele, weil das doch auch eine Einladung ist, tatsächlich auch selber künstlerisch tätig zu werden. Hier ist mein neuestes Bild zu sehen, Gaia habe ich es genannt, da ich diese Person so erkannt habe in diesen Formen als aus der Erde steigend und dann eben das entsprechend interpretiert habe als eben Gaia, die sich aus der Erde erhebt und nach oben schaut, aus welchem Grund auch immer, guckt, was denn los ist auf der Erde. Genau, und hier sind noch ein paar weitere Elemente da, in dem Kunstwerk, die sonst in den Bildern nicht da sind. Und zwar habe ich auch plastische Elemente genutzt, Resinformen, die hier sind, einmal als Schlange und diese Libellen, die da noch mit dazukommen und dem Ganzen noch ein bisschen so einen dreidimensionalen Charakter geben und dann nicht eben nur das
gezeichnete, gemalte, in diesem Fall gesprüht, gestempelt. Ja, wieder sehr unterschiedlich. Und dann hier eben auch die dreidimensionalen Elemente, die sich noch so ein bisschen hervorheben aus dem Bild. Auch hier natürlich wieder freier Interpretationsspielraum, was da alles passiert, warum das jetzt die Schmetterlinge und die Libellen sind, die da aufsteigen. Gaia, aus der Erde aufsteigende Gaia. Das Werk Harlekin ist schon länger entstanden oder ist schon etwas älter. Trotzdem stelle ich es zum ersten Mal aus, weil ich irgendwie da so ein bisschen unsicher war aufgrund des Formats. Irgendwie war das für mich so was anderes. Dieses Format habe ich gewählt und war dann aber, ja, wusste nicht so recht, ist das zu Ende? Muss ich da noch mehr machen? Und war nicht sicher, ob dieser Harlekin, der jetzt hier so nur mit dem Kopf entsteht und darunter abbricht, tatsächlich mir reicht, und habe aber dann beschlossen, doch, das ist so, so für mich genug. Und ist dann eben in diesem Format für mich irgendwie, erinnert es mich so ein wenig an ein Fenster tatsächlich, wo man durchguckt, ein vielleicht auch ein Kirchenfenster, genau, wo man eben durchguckt und dann diesen Harlekin sieht, diese runterlaufenden Formen, vielleicht eben auch als Regen oder andere Flüssigkeiten, die eben sich vor dem Harlekin eben verteilen. Das ist die Reihe Bad Hair Days, und hier sind diese Strukturen in jedem Bild praktisch nur die Frisur der einzelnen Figuren, daher Bad Hair Days, weil das doch sehr außergewöhnliche Frisuren sind, die diese Damen hier in dieser Reihe haben. Das ist eins der ältesten Bilder, die in dieser Technik entstanden sind. Und da habe ich noch sehr viel mehr in diese Formen hinein interpretiert. Und das vor einer ganz kargen Landschaft eigentlich, aber auch noch so ein bisschen mit mehr Himmel, der noch mehr strukturiert wurde, nicht einfach nur Farbe da gehabt, sondern das Ganze eben noch viel mehr in so eine surreale Landschaft gebracht. Und das ist von diesem Surrealen im Laufe der Zeit immer mehr ins doch noch mehr Abstrahierte gegangen. Bei meiner Bilderserie zu den griechischen Göttern bin ich etwas anders vorgegangen. Und zwar habe ich mir da vorher das Thema überlegt. Ich wollte eben zur griechischen Mythologie, also nicht nur Götter, sondern zur griechischen Mythologie, eine Reihe erstellen und habe dann nach den bestimmten Motiven gesucht. Das heißt, ich musste in den Farbflecken dann die mythischen Personen erkennen, die entstehen sollten. Und in diesem Fall ist es eben Poseidon geworden, der hier zu erkennen ist mit langem Bart und einem Fischschwanz und seinem Dreizack, der ihn ja auch auszeichnet. Diese übrigen Formen sind eben freigelassen als, ja, hier Wellenformationen in anderen Bildern, aber eben einfach Formen, die diese mythischen Wesen umgeben. Wer gerne noch mehr von meiner Kunst sehen möchte, als jetzt hier im Rathaus zu sehen ist, kann das gerne auf meiner Homepage tun. Da sind auch noch ganz andere Werke, ganz andere Richtungen zu sehen. Und zwar ist das www.ankevoss.de.